Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Judgment. Ja, wirklich. So, was wir jetzt tatsächlich machen, ist die Lana mal heilen. Eigentlich können wir alle heilen lassen, nacheinander. Denn wir wollen losziehen nochmal mit unserem Trupp. Den einen Überlebenden heilen. Holen. So, Holly. Treffsicherheit. Als nächstes dann wieder robust. So weiter und so fort. So, Holly, gehst du jetzt bitte dich auch heilen? Lee pennt noch. Okay, Silas war es, der noch nicht geheilt war. So, dann geht's jetzt los. Da unten, okay, das ist in unmittelbarer Nähe, das passt. Dann ziehen wir los und holen uns einen weiteren Überlebenden. Es wäre so geil, wenn es ein Priester wäre. Glaube ich, das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich diesen Satz sagen werde. So, nicht so unvorsichtig rangehen. Wir haben es mit einem Höllenhund zu tun. Überleg, wo es am besten ist, uns zu positionieren. Geringer Dämon, Feuerkobold. Die Holly kriegt ordentlich was rein. Okay, Lana kann aber auch nur geringe Wunden heilen, also diese starke Wunde, wie gesagt aus den Kommentaren genommen, ist halt das, wo das Leben richtig weg ist, wo es nicht mehr grau hinterlegt ist. So, und ich denke mal, der Rest der Truppe lauert da oben. Und wir dürfen nicht vergessen, sobald wir anfangen, den zu befreien, der hier gefangen ist, ab da werden neue Gegner hinterherkommen. Oben. Lee ist langsamer als alle anderen. So, dann wollen wir mal gucken, wo der Gefangene ist. Vielleicht in Azkaban? Oh mein Gott, Semi, hast du Harry Potter gesehen? Nein. Ich habe keinen einzigen Film gesehen, ich habe kein einziges Buch gelesen. Und mein Interesse an Harry Potter ist ungefähr null. Okay, jetzt gucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Und da kommen sie. Ich hoffe, sie kommen oben lang. Sehr gut. Besser kann es gar nicht laufen. Es wäre geil, wenn wir nebenbei noch die ganzen Felder abernten könnten. Holly lässt sich ein bisschen Zeit gerade. Und da kommt ein Werwolf. Lauren. Schön, Mission, ja. Rückzug wäre ganz geil. Aber danke, dass du mir eine Mission anzeigst. Lauren hat so ein X-Symbol. Was bedeutet das? Die macht Essen. Das ist eine Kämpferin. Okay. Bin ich gespannt, Alter. Wieder ordentlich Fälle.
Bin mal gespannt, wie viele Kills wir auf einer Map mal so hinbekommen. So, Basislager. Lauren ist natürlich schon vorgerannt. Sie ist ein Ninja, Mann! Und ein Arzt! Herstellungsgeschwindigkeit plus 50%. Scharf. Schaden plus 10%. Scharf. Ausweichen plus 15%. Scharf. Genauigkeit plus 10%. Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Kann ausrüsten, natürliche Rüstung. Das ist voll interessant, das Teil. Arzt. Forschungsgeschwindigkeit. Wir haben unsere erste mit Forschungsgeschwindigkeit. Nice. Na, dann wissen wir sofort, was wir bei ihr einstellen werden. Prioritäten. Forschen. Und herstellen ist sie auch super. Super geil. Dann können wir bei allen anderen Herstellen mal so ein bisschen nach hinten packen. So, machen wir das. Nice, Alter. Was? Überleben das untätig? Seid ihr behindert? Ich weiß gar nicht, warum er untätig ist. Was macht denn Lee? Okkulte Forschung. Aber das macht Rick auch. Ja, wir können trainieren hochmachen. Ah, da ist Lauren auch gerade dran. Die sieht halt nicht aus wie ein Ninja. Aber ich würde sagen, die lassen wir sogar so irgendwie. Aber als Ninja sollte sie vielleicht eine Hose anhaben. Ninja. In den klassischen Ninja-Farben. Sieht eher aus wie ein Emo. Wer forscht denn da jetzt? Ist es Karl, der forscht? Weil wir Karl nichts anderes zuweisen können. Ein Händler kommt zu uns. Okay. Erstmal gucken, dass wir Lauren die Grundausrüstung geben. Die wir nicht haben. Sehr schön. Würde ich aber wirklich sagen, als nächstes gehen wir auf Metallwaffen. Können wir dann nämlich Kampfmesser herstellen. Schaden 24. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil dann kommen wir auch runter zu Schusswaffen. Können wir dann Uzis herstellen, Splittergranaten, Schrotflinten und so weiter und so fort. Schmerztalisman. Arkangießerei. Arkane Rituale werden hier durchgeführt. Okay, können wir eh nicht herstellen. Wir brauchen Harz, Ektoplasma und Ziegel.
so das Klassische, aus dem man halt so einen Arkan-Schnürzel-Pim Dings da herstellt. Lauren weiß auch nicht so wirklich, was mit ihrer Zeit anzufangen. Gut, dann müssen wir aber trotzdem gucken, dass wir jetzt nochmal so ein Teil herstellen. Ich wollte gerade sagen, Alter, haben wir nicht noch einen Schlagstock? Bretter. Holz. Bäume. Wir können auch immer noch nicht so eine Mine herstellen, dass wir mal hier anfangen können, die Blutrubine und Mineralien und Spurenelemente. So. Aber krass, wie schnell das jetzt mittlerweile alles weggegangen ist hier, das ganze Steinzeugs und so. Ich überleg gerade, mitten im Satz habe ich überlegt, vielleicht so einen Gemüsehof hier noch zu bauen. Hat sich ja bewährt, unser Gemüse. Deswegen vielleicht doch eine ganz gute Sache, wenn wir da einfach bei Salaten bleiben. So. Schlafen alle. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr Überleben du hast, umso schwieriger wird das Ganze. Es wird nicht einfacher, es wird irgendwie schwieriger, weil du einfach viel mehr zu tun hast. Und ich habe das Gefühl, ich meine, ihr habt es ja auch gesehen, ne? Je öfter irgendein Angriff auf unser Dorf kommt, umso krassere Typen haben die dabei. Jetzt waren auch schon Werwölfe mit dabei. Wer weiß, was noch alles kommt. Ich meine, wir haben ja gesehen, es gibt auch noch Besessene, es gibt Geister. Wer weiß, ja, vielleicht gibt es hier irgendwelche Endbosse, vielleicht gibt es meine Ex. Oder so. Das wäre krass, da würde ich direkt aufgeben. Was denn? Die ist halt krass, Alter. Die kannst du nicht besiegen. Die ist wie der Endboss von Tekken 4, Alter. Die ist Imba, Junge. Verstehst du? Imba. So, unser Ninja hat jetzt auch ein verstärktes Outfit an. Hat sie denn einen erhöhten Ausweichwert? Ausweichen 15. 17, 5. Okay, aber da haben wir auch schon geskillt gehabt, ausweichen. Ich bin enttäuscht. Ich hätte es gedacht, okay, als Ninja hat sie die übelste Taktik, weißt du? Aber nein, hat sie nicht. Okay, man muss aber auch sagen, sie ist noch Level 0, ne? Und Lana ist jetzt Level 1. Das ist jetzt ein blöder Vergleich, weil wir nicht wissen, was alles gestiegen ist beim Levelaufstieg. Deswegen gucken, dass Lauren natürlich hinterherzieht. Lauren! Da ist natürlich das... Achtung, Aufmerksamkeit, Beobachtungsposten, Kräutergarten, destillieren Regenwasser, Ranken... Metallrüstung, Gaussgewehr, Schwert des Paracelsus. Ah, das ist so scheiße jetzt hier, ne?
Hier sind mehr so die Schusswaffen. Ich würde fast sagen hierhin, ne? Weil ja, einfach Schwert des Paracelsus. Bis jetzt sind unsere Leute total die guten Nahkämpfer halt. Okay, Augen zu und durch. Es gibt nur falsche Entscheidungen, das wissen wir. Es gibt keinen richtig, aber eine Metallrüstung und ein Metallschild. Okay, damit haben wir die Angriffsgeschwindigkeit dann gesenkt. Schwierig, da gibt es so viele geile Sachen irgendwie. Chance auf doppeltes Plündern interessiert mich voll null. Dämonenanatomie, Schaden plus 7%. Das sind Sachen, die mich interessieren. Brauchen wir 240... Okkulte Forschung, kriegen wir hin. Dämonitbogen. Höllenschmiede. Voodoo-Puppe. Gesegneter Prediger. Vulkanischer Bogen. Okay. Nehmen von allen eins. So, was fehlt hier? Immer noch Bretter, sag mal. Was ist denn mit dem ganzen Holz passiert? Wir brauchen noch mehr Holz vor der Hütte. Oh. Schlechte Omen. Dunkle Wolken bedecken den nächtlichen Himmel und das sanfte Mondlicht dringt durch die spärlichen Risse in der Wolkendecke. So schafft es ein schwaches Licht gerade hell genug, um sehen zu können. Was? So schafft es ein schwaches Licht gerade hell genug, um sehen zu können. Das steht doch da. Ein dunkelroter Komet zieht seine Bahn und färbt den Himmel blutrot. Es scheint nichts Geringeres zu sein als Hexerei. Als sich der Mond selbst rot färbt und unheilverkündend glüht. Dämonisches Heulen erklingt in der Ferne. Solche schlechten Omen scheinen diese Wesen unnatürliche Kräfte zu verleihen. Ja, ihr sucht nach einer Erklärung für den roten Mond und seine Wirkung auf die Dämonen. Können wir nicht. Uns fehlt... Wir brauchen mehr okkulte Forschung. Wie viel brauchen wir denn? Nur drei brauchen wir noch. Komm schon, Rick. Rick! Keine Zeit für was anderes jetzt. Gegnerische Angriffsstärke plus 30%, Alter. Okay, jetzt haben wir's. Deine Überlebenden entdecken ein uraltes Manuskript, in dem von einem in dem von einem Blutmond die Rede ist. Sowie von einem alten religiösen Ritual, um sich davor zu schützen. Nach dem Vollführen des Rituals kehrt der Mond zu seiner normalen, blassen Licht zurück. Und das dämonische Geheul klingt sofort ab. Alles ist wieder so wie vorher. Das seltsame Phänomen muss von echter, mystischer Natur gewesen sein. In einigen dunklen Ecken deiner Kolonie findest du seltsame, okkulte Ressourcen, die oft beim Bezwingen von Dämonen zurückbleiben. Geil, 6 Ektoplasma. Das Problem ist, dass wir jetzt...
unsere komplette okkulte Forschung dafür rausgeworfen haben. Fucking hell. So, Rick da wieder rausholen, damit er auch seinen anderen Aufgaben nachkommt. Schade. Vor allem, weil wir an so vielen Sachen jetzt forschen wollen. Ist natürlich krass, wenn wir mit so einem Teil da hinterherhängen. Aber Dämonenstärke plus 30% ist ein bisschen zu krass. Also wenn die jetzt angegriffen hätten, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. So, lass mal rechnen. 6 und 6 sind 12. Wir brauchen insgesamt 10. Und 8. 12, 13, 14, 15, 16. 18. So. Dann nehmen wir nämlich hier Lauren, achso, das hat noch keiner hergestellt. Damit wir ihr jetzt auch endlich mal eine Waffe geben können. Sie ist ja ein Ninja. Ja, echt. Die ist voll Ninja. Die ist zwar kein Livestreamer, aber... Ach, guck mal, Metallmine. Seit wann können wir denn sowas jetzt bauen? Da brauchen wir Scheißpulver. Und Schießpulver. Und Bretter und Ziegel. Das ist okay, das können wir alles uns herstellen. Ziegel. Aber Schießpulver haben wir nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir Schießpulver jetzt herbekommen. Würde ich am ehesten halt bei so einem Militärteilen. Also ich gehe davon aus, dass das Militärteile sind. Weil da Militärbasis steht. Aber anscheinend nicht. Vielleicht kann man Schießpulver auch selber herstellen, ich weiß es nicht. Ich habe auch gesehen, wir müssen später so irgendwelche Waffenteile finden, damit wir überhaupt eine Waffe herstellen können. Ich denke mal, wir werden von unserer Basis aus uns richtig weit wegbegeben müssen. Ja, Schießpulver sehe ich jetzt hier nicht. Also beim besten Willen nicht. Nicht mal, wenn ich mir Mühe gebe. Müssen wir wahrscheinlich irgendwann noch einen zweiten Trupp aufstellen, Alter. Das kann was werden. Wer weiß, wo uns der Weg noch überall hinführen wird. Ich glaube, dieser Weg, der... wird steinig und schwer. Ja, ich musste den bringen, das wisst ihr. Ohne geht nicht. Und mit auch nur schlecht. Da, guck mal, Schießpulver. Habt ihr wahrscheinlich sowieso schon längst gesehen und gelacht. Aber es ist halb so wild. Ich lasse ja auch mal über mich lachen. Zwar werde ich euch dann finden. Euch die Daumen brechen, aber... das ist ja halb so wild. Da sind wir ja nicht so, ne? Kannst du zwar keine High Five mehr geben. Nur High Four. Aber... was soll's. Und ja, das ist hier auf dem Kanal so. Mit fortschreitender Stunde... 2.15 Uhr werden die Witze immer ein Stück flacher, bis du Limbo tanzen kannst. 6 Stück brauchen wir. Nice, ey. Da können wir nämlich mit der Mine, können wir hier so Mineralien irgendwie abbauen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob eine Mine einen Einzugsbereich hat oder ob wir eine Mine auf einen Mineralienteil bauen müssen. Wir werden es rausfinden.
Es bleibt spannend, Leute. Wird auf jeden Fall alles hergestellt. Schießpulver aus Schwefel und Holz. Ah, grenzwertig. So, und das ist das Schild für unsere Ninjarin. Ist das eigentlich Ninjarin dann? Das heißt ja auch nicht Ninja. Das heißt ja Ninja. Ninja. Ja, die ganzen Japaner. Die reden ja immer. Ninja. Yoshitsune no Hashida. Ninja. Gucken den ganzen Tag hier diese japanischen Trickfilme. Animes. Ich finde das zu lustig so. Die Leute, die Animes gucken, regen sich ja immer darüber auf. Das sind keine Trickfilme, das sind Animes. Das sind halt Trickfilme. Sorry. Sorry, dass ich hier den Wisdom jetzt droppen muss, aber das sind Trickfilme. So, hier geht's nicht, weil da Steine im Weg sind. Aber es ist interessant, pass mal auf, der baut nur die beiden Teile ab und nicht das hier. Könnte ich jetzt mit dir wetten. Da wette ich sogar mit dir. Es ist nicht nur so, dass ich mit dir wetten könnte, ich wette mit dir. Ich schwöre auf alles komplett. Eine Wette. Bier Wette. So. Jetzt bin ich aber momentan gerade auch ein bisschen überfragt, was wir als nächstes angehen. Weil momentan ist wirklich Forschung, Forschung, Forschung angesagt. Das Einzige, was wir tatsächlich in Angriff nehmen könnten, ist nochmal losziehen. Gucken, dass wir das will ich unbedingt haben. Gucken, dass wir nochmal Forschungsmaterialien ran schaffen. Frage ist halt, wie krass ist so ein Geist und so ein Besessener? Ich würde sagen, wir werden es gleich rausfinden. Warte mal, Verteidiger. Verteidiger. Überlebenskünstlerin. Ich würde tatsächlich die Lauren noch mitschicken. Was? So, hier. Die Lauren noch mitschicken. Genau. So, jetzt funktioniert das auch. Gut. Gehen wir darüber. Ich hoffe natürlich, dass jetzt. Also, wenn jetzt ein Angriff kommt. Obwohl, beim letzten Mal haben wir es auch nach Hause geschafft. Ganz schlechtes Gefühl. Man weiß halt absolut nicht, was die für Fähigkeiten haben, die Arschlöcher.
Leute. Ja, Handy, ich weiß, aber das machen wir jetzt noch. Okay, gleich geht's los. Okay, die Bücher haben wir. Wir könnten abhauen. Ich gehe mal in den Sichtbereich. Holy shit! Habt ihr das gesehen? Der fucking Geist, Alter. Alles auf den Geist. Lauren auf den Besessenen. Silas schießt auch auf den Geist. Oh Gott. Lee wird sterben. So eine Scheiße. Warte mal. Erstmal will ich das noch aufdecken hier. Aber habt ihr gesehen? Wenn Leute es schaffen zu überleben aus der Mission, dann können die tatsächlich den Leichnam einfach mit nach Hause bringen. Scheiß, die waren da. So eine Scheiße, Alter. Das lief anders als erwartet. Den guten Lee hat's da hingerafft. Leute, wie es hier weitergeht, wer noch sterben muss, damit die Kolonie überleben kann. Das seht ihr in der nächsten Folge von Judgment. Lees Opfer. Leck mich am Arsch. War nicht umsonst. Oh Gott. Verzweifelte Zeiten. Als die Tage vergehen und kein Zeichen von Rettung ist in Sicht ist, fordern Erschöpfung und Verzweiflung ihren Tribut. Die Motivation ist niedrig und die Überlebenden gehen in stiller Resignation ihrer alltäglichen Arbeit nach. Forscher sind am stärksten davon betroffen. Sie können sich nur schwer konzentrieren und erzielen keine nennenswerten Durchbrüche. Es muss einen Weg geben, die Moral zu verbessern. Vielleicht ein Festmahl, eine Feier. Ein Festmahl, was eine großartige Idee. Ihr schmeißt ein großes Festmahl, um die zu feiern, die noch leben. Das ist fies, nachdem jetzt Lee tot ist. Es geht auch nichts über ein gutes Feuerwerk, um die Stimmung zu heben. Wir geben ein großes Festmahl. Es hat funktioniert, die Laune ist besser als je zuvor. Der Glanz ist in ihre Augen zurückgekehrt. Alle sind motiviert, aber Lana ist sogar noch motivierter und fragt nach einer besonderen Aufgabe. Such das Gebiet nach Vorräten ab oder such in der nahegelegenen Ruinen nach Ausrüstung. Wir schicken sie nach Ausrüstung suchen.
Lana ist in den ganzen Weg bis zu den nahegelegenen Ruinen gelaufen und hat auf dem Weg alle Gefahren ignoriert. Das ist das Beste mit Gefahren. Einfach ignorieren, dann passiert auch nichts. Eine Weile darauf kam sie zurück zum Lager mit ein paar Kratzern und einer großartigen neuen Waffe. Der Olympische Bogen. Du. Nice. Was es damit auf sich hat und vieles mehr. Seht ihr in der nächsten Folge von Judgment. Bis dahin. Mach's gut.